Kapitel 11. Verborgen in der Tiefe. Unsere Heimat retten? Alles, was du tust, schadet unserer Welt. Du schadest unserem Dorf. Wie immer. Flamme. Ich würde mich euch nicht entgegenstellen, wenn es eine andere Wahl gäbe. Ich will euch nicht als Feinde haben. Ich würde mir selber euren Erfolg wünschen. Aber ihr habt nicht gesehen, was ich sah. Nicht gespürt, was ich spürte. Um Omega noch zu stoppen, ist es zu spät. Sein Erfolg ist besiegelt. Schon seit Jahren. Im Tausch für meine Dienste wird er unsere Welt nach seinem Erfolg leben lassen. Alles, was ich tue, ist es unserer Heimat, ein Heim in einer unabwendbaren Zukunft zu schenken. Selbst wenn du die Wahrheit sagst mit allem, was du hier sprichst, und selbst wenn Omegon dich nicht anlügt, sollte deine Geschichte wahr sein. Als Krieger war es für dich doch immer das Wichtigste, dass niemand Terrus je hinterfragt. Und nun stellst du dich gegen ihn, verrätst ihn, beschmutzt seinen Namen, um uns zu ködern. Und vor allem vertraust du nicht in uns. Nicht in deine eigenen Söhne. Ihr beiden seid die Weisheit Ilias, gemischt mit meiner Stärke. Wobei soll mehr meiner Stärke in sich sammelt und du mehr von Ilias Weisheit. Wenn jemand es schaffen könnte, dann ihr. Jedoch weiß ich, dass hier ist keine Situation, in der speziell ihr nicht siegen könnt. Es ist eher so, dass nicht einmal ihr noch siegen könnt. Und deswegen lag es an mir, meine Treue für unsere Heimat zu geben. Jetzt mal im Ernst. Wir wissen alle, dass aus Worten hier kein Fortschritt entsteht. Also kämpfen wir jetzt oder nicht? Ich möchte euch nicht bekämpfen. Und ich muss es auch nicht. In einer Wolke aus Rauch verschwand das Arcani augenblicklich. Seine Stimme halte noch in letzten Worten nach. Denn ohne meine Führung findet ihr nie ans Ziel und nie heraus. So, und ja, nicht das auch sage. Ich glaube, er hat recht, Flamme. Ich weiß noch genau 2 Abbiegungen. Danach kann uns jede Abzweigung eine Falle führen. Was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir auf Sakit hören und Funkerz und Soll folgen. Wir können sie schwer zurücklassen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann sind sie vermutlich in irgendeiner Höhle gelandet. Und aus einer Höhle kommen wir vermutlich eher raus als hier ans Ziel. Die Höhle bringt uns vermutlich an den Eingang zurück und dann suchen wir uns einfach einen neuen Führer. Das wäre mein Plan. Und was, wenn die Fallen uns nicht einfach in eine Höhle werfen, aus der wir wieder rauslaufen können? Dann improvisieren wir. Und hast du eine bessere Idee? Nein, nicht wirklich. Also gut, dann vertraue ich deiner Einschätzung. Sorok folgte dem Pfad. In eine Richtung, von welcher auch Flamme noch wusste, dass sie inkorrekt war. Also dann, ab geht's. Sofort folgte Flamme Sorok. Er wollte nicht wirken, als würde er an seinen eigenen Worten zweifeln. Auch wenn er es im ersten Moment schon durchaus tat. Der Boden schwand sofort unter seinen Füßen. Der Fall dauerte jedoch nur kurz. Sofort schloss sich über dem Vulpix die Falltür wieder,
Der Sturz richtete nicht mehr aus als kurze Orientierungslosigkeit und massive Verwirrung. Die Verwirrung allerdings war nicht von Flamme und auch nicht von Zoroark, der bereits hier stand und sich etwas gefangen hatte. Die Reaktion gehörte zu einem dritten Pokémon. Zu einem fremden Pokémon. Aber noch jemand? Was ist denn heute hier los? Noch jemand? Hast du heute schon andere Mon hier getroffen, ne? Also, getroffen nicht. Ich habe nur gesehen, dass jemand anderes noch gestürzt ist und... Dann müssen wir sie finden. Sie gehören zu uns. Also, okay. Sie müssen in der Nähe sein. Sie werden sich nicht genug zurechtfinden, um weit zu laufen. Also müssten sie hier irgendwo sein. Während Zoroark bereits mit der Fremden verhandelte, erhob sich Flamme und blickte sich um. Ganz wie erwartet, dieser Ort war eine riesige Höhle. Nur kleinste Licht- und Luftlöcher durchdrangen Teile der Decke und Wände. Auch dieser Ort schien wie eine Art kleines Labyrinth zu sein, doch um Welten simpler. Im Prinzip lagen nur ein paar Felsen hin und wieder herum, die die Sicht versperrten. Die Pfade waren schier endlos breiter. Teilweise waren große Flächen ganz ohne Wände. Auch hörte das Vulpix Wasser plätschern. Aber erst einmal zum ersten Punkt. Irgendwo hier mussten Funkenherz und Sol gelandet sein. Also folgte er zunächst einmal der eigenartigen Fremden, während er nach seinem Bruder rief. Sol, bist du hier? Hörst du mich? Die Fremde hatte bereits angekündigt und es machte Sinn, dass auch der Rest von Flammes Team sich sehr in der Nähe befand. Flamme, bist du das? Wir sind hier! Die Fremde schien sofort zu erkennen, von wo dieses Geräusch wohl kam. Und wie man diesen Ort nun erreichte. Denn sofort schwebte sie um zwei Ecken hinweg und Zoroark und Flamme folgten, bis sie ihre verlorenen Teampartner wiederfanden. Ihr seid auch hier unten gelandet, aber wie ist das passiert? Auch Funkenherz war logischerweise an diesem Ort. Jedoch sprach sie nicht, sondern blickte starr auf das fremde Pokémon, welches sich sichtlich unwohl damit fühlte. Was gerade viel wichtiger ist. Wer bist du? Mein Name ist Latira und ich bin so etwas wie eine Wächterin über diese Höhle, seitdem ich vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, keine Ahnung, hier heruntergestürzt bin. Latira? Aber natürlich, Darkrai hat von dir erzählt. Darkrai? Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr getroffen. Du kennst ihn? Ist schon so ewig her. Das letzte Mal war damals mit meinen Geschwistern. Latias und Latios, richtig? Du bist ihre Schwester, oder? Ja. Jetzt sag bloß, du kennst die beiden? Kennen? Ich habe für Jahre an ihrer Seite gekämpft. Meine Eltern waren zwar ihre besten Freunde, gerade für Latias. Die beiden sind für mich wie Familie. Nicht wirklich, oder? Da treffe ich zum ersten Mal in so vielen Jahren wieder Pokémon und dann kennen sie meine Geschwister? Wir kennen niemanden. Funkenherz ist die einzige von uns. Trotzdem, haben sie von mir erzählt denn? Wissen sie noch, wer ich bin? Zweitere Frage war eher scherzhaft gemeint. Doch im Wissen, was sie antworten müsste, zögerte Funkenherz kurz. Nein, sie können es nicht wissen. Was? Aber... Was genau weißt du über die Geschehnisse in der Welt außerhalb dieses Ortes? Nicht wirklich irgendetwas. Seitdem ich hier gelandet bin, sind so unglaublich viele Jahre vergangen. Ich weiß gar nicht, wie viele.
Und in all der Zeit sind vor euch auch nur zweimal Pokémon hier herabgestürzt. Dann machen wir einen Deal. Wir erklären dir, was da draußen abgeht, inklusive deiner Geschwister, und dafür hilfst du uns. Abgemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch irgendwie helfen kann, aber ich kann versprechen, zu tun, was ich kann. Also, deine Geschwister leben nicht mehr in diesem Weltenbaum. Sie leben im Weltenbaum des Sternlichtes, da, wo ich auch herkomme. Und sie haben keine Erinnerung mehr an ihre Zeit hier. Denn wie alle Helden der Weltenbäume hat Omegon sie gestohlen. Sie wurden wiedergeboren und er hat sie zu seinen Kriegern gemacht. Omegon nutzt sie alle, um sich gegen alle anderen Weltengeister zu verteidigen, weil sie verhindern wollen, dass er alle Lebensenergie an sich reißt, um ein Imperium zu schaffen, in dem er das höchste aller Wesen ist. Einige Pokémon seines eigenen Weltenbaumes hatten sich den gestohlenen und auch Omegons eigenen Helden angeschlossen. Unter anderem meine Eltern. Und wir vier jetzt sind auf dem Weg in die Wurzelwelt Omegons in einem letzten Versuch, seinen Weltenbaum zu zerstören. Sol und Flamme, das Fukan und das Vulpix hier, stammen aus dem Weltenbaum des Forstes, im Weltenbaum des Lunaren. Und da hat sich Absol, das Zoroark, uns angeschlossen. Und als sie dann in einer Zweigwelt von Omegons Weltenbaum waren, haben sie auch mich überzeugt und mir gezeigt, dass Omegon uns benutzt hat, um einen ewigen Krieg, als wir einen ewigen Krieg gegen Darkrai geführt hatten. Wir sind zu diesem Labyrinth gekommen, da sich hier der Schlüssel zum Erreichen des Weltengeistes befinden soll, aber leider sind wir in eine Falle gegangen. Aber warum eigentlich? Warum würde Sakit uns in eine Falle locken? Nun schaltete sich auch Flamme wieder ein. Weil er ein dreckiger Verräter ist. Nicht nur uns gegenüber, sondern unserem ganzen Dorf, unserem ganzen Weltenbaum und Terrus. Wir haben ihn gerade vor unserem Sturz noch einmal konfrontiert und er hat uns gezeigt, dass er der Diener Omegons war, der schon die Weise am Eisberg angegriffen hat. Aber es tut mir leid, Sol, aber es gibt kein Aber. Ich war dabei und kann alles bestätigen. Das Akani dort arbeitet für Omegon. Und könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass dieses Wesen sich nicht nur als Sakit ausgegeben hat? Wenn es Omegons Diener ist, hat er sich nicht vielleicht mit seiner Kraft eine Gestalt gegeben, der wir vertrauen würden? Das wäre möglich, wenn er so eine denn gewählt hätte. Wir wollten Sakit ja nicht einmal trauen, wenn wir eine andere Wahl gehabt hätten. Weshalb sollte er sich als etwas anderes ausgeben? Was will er gewinnen? Soll. Das Mann war unser Vater und der Kerl ist nicht bereit für Vernunft. Soll drehte sich weg und begann davon zu schreiten. Was genau er allerdings vorhatte, wusste Flamme nicht. Latira hingegen schien er zu verstehen. Warte, Soll. Was? Ich will nicht reden. Wenn du wieder bereit bist, zu uns zu stoßen, ich werde Beerensamen auslegen, damit du den Weg findest. Nimm sie dann bitte wieder mit. Ich werde im Rest so lange diesen Ort erklären. Erst fand Sol sich überrascht von diesem Angebot, in Gedanken bereit dafür, sich zu wehren, da die Gruppe ihn nicht ziehen lassen würde. Stattdessen fand er sich jedoch solchem Verständnis und solcher Rücksicht gegenüber und das von einem Pokémon, welches er nicht einmal kannte. Ich... Danke, das werde ich. Während das Fukano nun weiterlief und hinter einer der Felswände verschwand, blickte Flamme nur noch kurz hinterher, bereit, sich wieder dem Hauptthema zu widmen. Gleiches galt aber nicht für Funkenherz, deren Blick stattdessen weiterhin zu kleben schien. Und sofort
war Latira wieder zur Stelle. Wenn du ihm folgen möchtest, dann stoppt dich keiner. Meinst du nicht, dass er lieber alleine sein will? Manchmal möchten Pokémon alleine sein, aber dabei nicht einsam. So einen Moment ist das gerade für Sol. Was? Was soll das überhaupt bedeuten? Wenn du ihm folgen willst, dann tue es. Ich denke, eure restlichen beiden Teammitglieder sind ebenfalls in der Lage, mit mir Weiteres zu besprechen. Ohne weiteres Zögern rannte das Luxio also los. Sol hinterher, während nun Zoroarks Blick Interesse zeigte. Mir scheint, du kennst dich sehr gut mit den Gefühlen der beiden aus. Dafür, dass du sie seit, ja, gerade eben erst kennst. Es sind nicht nur ihre Gefühle. Emotionen sind allgemein etwas, das mir im Blut liegt. Ich kann es schwer erklären. Irgendwie spüre ich sie einfach. Ich sehe sie als mehr als nur Gedankenströme nach Ereignissen. Tatsächlich bin ich sogar halbwegs in der Lage... Um das Ion-Pokémon herum erschienen wie aus dem Nichts 5 eigenartige Kugeln. Bin ich sogar in der Lage, Emotionen im Kampf zu benutzen? Ich glaube, damit bin ich alleine. Zumindest hätte ich noch niemanden getroffen, der das kann. Aber es ist wirklich eine mächtige Technik. Freude, Hoffnung, Liebe, Hass und Trauer. Sie alle kann ich nutzen. Sie alle bringen Vor- und manche auch Nachteile. Freude macht mich stärker, durchhaltefähiger, schneller, alles ein wenig. Liebe kann Wunden heilen, wobei sie von allen Emotionen am längsten braucht, um erneut genutzt werden zu können. Hoffnung erhöht meine Agilität. Hass stärkt mich enorm, aber meine Defensive leidet. Trauer erhöht meine Durchhaltefähigkeit, aber Geschwindigkeit und Angriff leiden. Sie alle kann ich nutzen, immer mit gewisser Abklingzeit. Der Kampf mit ihnen ist sehr vielschichtig und schwierig. Ich kann ehrlich gesagt von mir nicht behaupten, ihn wirklich zu beherrschen. So selten dies auch war, selbst Flamme hatte Interesse an diesem Gegenüber. Das heißt, du kannst eigentlich normal kämpfen, aber dir selbst nach Wahl immer eigene Stärkung verpassen? Übersehe ich da was oder ist das eine extrem starke Kampfart? Vermutlich bin ich parteiisch, aber ich denke, es hat das Potenzial, die mächtigste Kampfart zu sein. Gleichzeitig kommt es mir aber wie eine unmögliche Aufgabe vor, es zu meistern. Glaubt mich, hatte hier unten wirklich viele Jahre und wenig zu tun. Ich habe es probiert. Aber es braucht wirklich ein Ausnahmetalent, um den Emotionskampf nur in Grundzügen zu beherrschen. Einen Auserwählten, um ihn zu meistern. Und denkst du, es wäre für uns möglich, diesen Stil zu erlernen? Tut mir leid, aber bei euch beiden sehe ich keine Hoffnung. Um diesen Kampfstil zu erlernen, noch vielmehr um ihn zu meistern. Man braucht einfach eine so unglaubliche Ausgeglichenheit.